Hallo, moin moin. Hallo, herzlich willkommen. Wir suchen gerade noch den Höhleneingang und wünschen euch viel Spaß dabei bei Ark. Hallo, moin moin. Glaube, wir sind schon zu weit. Muss mal ganz kurz stehen bleiben, Moment. Das geht nicht. Ich glaube, wir sind auch zu weit. Wir fliegen am besten noch mal ein Stück zurück und dann auf das erste oberste Plateau. Nee, das ist hier zu weit. Hier sind zu viele Bäume. Was ist das hier? Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Wo bist du? Warte einen Moment, ich will nur schauen, ob das wirklich eine Höhle ist. Das könnte auch sein, dass das nur ein Eingang Nee, ist. das sieht nach einer Höhle aus. Ja, ich werde hier mal kurz landen. Ja, da, ihr seid doch ein bisschen vorher, ne? Ich bin ein Stück weiter. Ah, nee, Spock ist hier. Ist das eine Höhle, Spock? Oh ja, wir können da rein, ne? Ja, wartet, ich komme. Moment. Sag da kurz Nee, ist keine Position. Höhle. Doch, ist eine Höhle. Nee, ist nichts. Nee. Aber ich kann da reingehen, guck. Du musst dich bücken. Das ist eine Höhle. Ja, die war ziemlich eng. Sagt mir mal eben eure Position. Ja, sofort. Ich komme wieder raus. Dann müssen wir uns bücken, wenn wir da rein wollen. 2020. Ja, ich meine, das wäre es gewesen. Genau. Ja, Ach, ich genau. bin viel. Ach, 2020? Ja, da ist aber ein Da ist so ein Weg. blauer Strahl. Ja. Ja, ich komme. Guckst du mal, wo meine Ja, ist? ich sehe den Strahl, ich sehe den Strahl, ich komme. Hab's. Also war es doch so weit. Weil ich Ja, ich sehe euch da, glaube ich, fliegen. Wartet mal. so, jetzt ziehe ich aber doch mal was anderes an. Das ist ja doch ein bisschen kalt hier, ne? Die Dings anziehen. Nee, nicht die Jacke, die Schuhe auf jeden Fall. Die Hose. Blauer Strahl, genau. Und da drin scheint es So auf ein. der Felsspitze, ne? Da ist es sehr eisig, soweit ich gesehen habe, drin, ne? Also, das Eis hängt von der Decke praktisch. Ja, ich komme jetzt immer zum blauen Strahl. Wartet mal eben. Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt bist oder ob das Bock ist, das kann ich leider nicht sehen. Warte mal. Da Der vielleicht. blaue Strahl verschwindet jetzt gleich. Ja, ich bin da. So, und jetzt müssen wir oberhalb des Felsens, ne? Ja, da geht so ein Weg dann lang und der endet praktisch an der Höhle. Ich stehe auch hier oben drauf. Kannst du mich sehen? Ich fliege jetzt gerade mal hin, warte. Ja, du fliegst jetzt auf mich zu. Das bin ich. Ach, das bist du. Okay. Manni, falsche Richtung. Folgen Sie mir. Unauffällig. Oh, da ist ein Adler. Ach so, ja, genau. Hier war das. Genauso richtig. Ich hoffe nur, dass jetzt unsere Vögel müssen wir, glaube ich, auf mein Ziel einstellen, ne? Ich hoffe ja, dass sie hier stehen bleiben. Warte mal, ich werde mal meine Kleidung da nicht mit reinnehmen. Fallen, nicht fallen lassen, übertragen. Eine gute Kleidung jedenfalls. So.
Die andere kann ich notfalls wieder noch anziehen. Davon lege ich auch weg. Ne, warte mal, die nehme ich mit rein. Wer weiß, wie es da drin ist. So. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Das können wir fallen lassen erstmal. Unser Vogel. Lagerfeuer habe ich gefunden, das nehme ich mit. Ja. Hat jemand ein bisschen Holz? Warte mal, ich schau noch mal, Moment. Nee, leider nicht. Dann gucken, dass wir eben noch ein bisschen Holz schlagen. Ja, Moment, ich schau mal, ob ich was im Vogel habe. Nee, da ist leider nichts. Nee. Kommst du irgendwo an Holz ran? Sonst müssen wir noch mal einmal hochfliegen kurz. Bist du oben, Spock? Nee, ich bin in der Höhle. Ach, du bist schon in der Höhle. Warte doch auf uns. Nö. Wir müssen jetzt noch Holz haben. Ich flieg jetzt noch mal ganz schön nach oben. Vorsichtshalber. Ja. Ich hole uns noch mal kurz ein bisschen. Lagerfeuer habe ich schon fertig. Ja. Okay, hier ist schon mal... So, Goldschweinchen. So, ist hier friedlich. Jo. Etwas Holz. Ein Schlag müsste reichen. Jawohl, 96 müsste reichen. Oder? Warte mal, ich nehme mal einen zweiten Baum mit. So. Dann, So, ich komme wieder zurück. Da, die warme Rüstung. Zack, die. So. Zack, die. Huch, Guck, wenn ich hier kriege. So, bleib schön so stehen, damit ich hier runterkomme. Guck die Welt und lass uns nicht. Warte mal, auf was hast du deinen Vogel gestellt, Spock? Ich habe einfach mein Ziel angreifen. Genau. Okay. Mein Ziel. Wo ist denn das jetzt? Warte mal. Verhalten, nee, passiv ist nicht. So, und dann können wir hier kriechen. Ziel dann an. Müssen wir da rein. Oder? Ja, dann können wir da rein, genau. Wie war nochmal kriechen? C drücken. Oh. Überall anders. Jo. Vielleicht geht doch gar nicht weiter rein. Achso. Ich glaube, das wird lustig. Ich glaube, wir haben das so. Weiter. Den Part haben wir gerade erst angefangen. Moment, ich gucke nochmal eben. Ja, wir haben ja. Ihr eigentlich schon hier mit Pelz rum, ihr Weicheier? Ja. Ihr Warmduscher, ihr Tornbeutelvergesser. Ja, lieber Pelz als. Ja, das ist auf jeden Fall die Höhle. Also, die habe ich von außen. Ja, du kannst dich wieder aufrichten. Was ist. Glaub ich nicht. Doch, richte dich ruhig auf. Versuch. So, hier geht's runter. Hier geht's noch weiter. Hier geht's weiter. Ja. Hier geht's auch. Das ist das absolute Labyrinth hier. Oh Mann, du. Hauptsache, du hast ein gutes Gedächtnis. Ja. Warte mal, hier ist so ein Kristall. Ist das. Den kann ich gar nicht abbauen. Ich hab was gehört. Ich hab gepupst. Ach so. Ja, hier sind drei Fledermäuse, zwei Spinnen. Ja, die Spinnen, die zusammenbringen. Schön. Schön Dings. Piekse, piekse. Oh Mann, das ist ja wirklich eng hier. Hey, wo läufst du hin? Hier bin ich, du dummes Stück. Die ist ja wirklich sehr eng, ne? Und verwinkelt. Sehr eng und verwinkelt. Oh oh. Oh oh. Nicht schubsen! Nicht schubsen. Hier sind wir nämlich ganz schnell. Muss ich auch wieder kriechen? Anscheinend. Ich komme nämlich nicht über den Stein hier drüber. Nee, springen. Und dann kannst du auch nicht aufrichten. Hier ist Sackgasse. Wir müssen wieder zurück. Okay. Okay, drehst du um. Genau. So. Und weiter. Nee, brauchst nicht kriechen, Manni. Ich glaube, hier vorne müssen wir wieder ein bisschen runter, ne? Oder? Oh, weiß ich nicht. Scheint sehr und ist auf jeden Fall. Hier wabert es. Was denn? Hier wabert es. Ja. Moment, so. Ziemlich. Ups, ja, hier muss ich doch wieder ein bisschen runter.
Ui, das war aber gewaltig. Wo wollt ihr denn hin? Ja, hier ist ein Artefakt, das wohl Bock geben. Haben wir? Beziehungsweise eine Loot-Kiste. Ich weiß jetzt nicht, was es war. Ja, halt. Geh einfach weiter, Spocky. Ich will jetzt mal gucken, was das war. Artefakt des Himmlischen. Des Himmelherren. Ach du grüne Leute. Sind Käfer oder so, die stecken da fest. Ja, das ist egal. Bleib du mal in der Mitte. Ich bin hinter dir her. Bist du hinter mir? Ja, okay. Ja. Oh, Moment. Ich werde hier mal doch das Ding lieber nehmen. So, das ist sicherer. Oh, die sind echt schwierig, die Wege. Du musst hier wirklich saumäßig aufpassen. Links an der Wand, Manni, ist nämlich eine Spalte. Ja, da bin ich. Hat er gefunden. Er hat sie gefunden. Ich glaube, die Wunde ist scheiße. Ja, das ist jetzt scheiße. Warte mal. Wir haben auch kein Bett aufgestellt, ne? Aber warte mal, hier muss so das Haus in der Nähe sein. Mit dem Bett. Ja, das ist jetzt die Frage. Bei der Eishöhle. Ja, ja. Aber du hast kein Material weiter. Spock, warte mal auf mich. Nicht, dass wir uns hier verlieren. Ah, da, ich hab dein Dings gesehen. Jo. Bett 2. Ich werde mal den Spieß nehmen. Ich hab mich nur am Seil runtergelassen. Wahrscheinlich war ich nicht richtig. Ja, drauf. Du hast die rechte Maustaste wahrscheinlich benutzt. Sie lässt runter. Oder du warst nicht richtig festgehakt. Was ist das denn für eine gute Bude? Ach, hier bin ich. Hier ist ein Kreis drumherum. Hier können wir. Nee, hier ist noch ein Weg. Warte mal, ich muss mal gucken, wo es Bock ist. Da latschen wir jetzt beide hintereinander her. Hier würde ich sagen, ne? Ich glaube, hier finden wir nie wieder raus, Bock. Oh, da müssen wir rüber. Bleib mal da stehen. Bleib du hier stehen? Ja. Ich kann. Ich habe meinen Enterhaken mit. Aha, das war nur eine Lootbox, ne? Genau. Okay. So. Geht's denn da nicht weiter? Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt. Ich will das scheint eine Sackgasse ansonsten zu sein da hinten. Ich guck noch mal mit Licht. Ja, sieht fast. Ja, so wie es aussieht, werde ich jetzt auch sterben. Was? Warum denn? Warte mal, vielleicht geht das mit dem Haken. Warte. Oh, geht schon wieder gut los. Scheiße, kann ich dich denn nicht da hochziehen? Okay, nochmal. Ich weiß auch nicht, ob ich an meine Sachen wieder dran komme. Spock, unter die Decke direkt über dir. Hier ist Eisen. Eisen nützt mir jetzt aber nicht. Haben wir auch eine Werkbank hier auf? Hast du es geschafft, ja, ne? Ja, ich bin ja gegenüber von dir. Die Spinnen haben mich gerettet und du tötest sie. Tschüss! Ja, das muss so sein. Aber da kommen wir so nicht ran, ne? Da ist noch eine drunter. Ja, ja. Wir haben hier kein Holz. Warte mal, ich würde ja gerne ernten. Die haben doch immer. Aber wenn ich da reingehe, komme ich nicht wieder raus. Oder warte mal, ich versuche das mal. Bleib mal bitte hier. So, ich bin jetzt bei dieser eisigen Höhle. Nicht jetzt nicht eingreifen. Ich muss gucken, ob ich. Naja. Hier ist keine Werkbank. Ich rufe jetzt meinen Vogel hier hin. Haha. Habt ihr gehört? Ja, haben wir. Jo. Ich gehe mal runter. Geh mal ein Stück zurück, Spock. Ich hänge irgendwo so. Jo. Oh. Also ich würde es nicht versuchen. Samus war das, ne? Meiner hieß ja. Samus. Ja. Ja. Moment, ich muss neu. Ach, ich habe die falschen Dings in der Hand. Moment, ist hier noch was? Aha. Kann ich mich hier. Muss mal gucken, dass ich wieder rauskomme, womit. So, jawohl. Ja, haben wir immerhin die Spinnen abgeerntet. Ja. Ich komme nur nicht an die Taschen ran. Uninteressant. Wahrscheinlich ist da eh nur Quark drin. Möchte ich mal wissen, ob das
ob die Höhle mit der großen Höhle verbunden ist, wo ich jetzt bin. Glaube ich nicht. Nee, wo wir so viel drin gestorben sind. Ich glaube das auch nicht. Das scheint eine einzelne Höhle zu sein. Weil dafür ist das zu weit voneinander entfernt. Ja. Oh, was ist das? Ein Artefakt? Sammelt alles ein, was ihr kriegen könnt. Kannst du das aufnehmen? Das ist ein Artefakt. Ja, aber das habe ich schon. Ja, dann lass mich mal rein da. Komm du mal raus. Ich versuche mir das mal zu holen. Hast du keine Pfeile mehr? Spring über mich. Nee, ich habe ja das Ding. Ich brauche mich ja noch runter. Oh, das geht gar nicht. So, Inventar öffnen. Oh, das des Himmelsherren. Okay. So, jetzt gucken wir mal, wo geht's denn hier lang? Hier ist noch weiter, hier geht's noch weiter. Willst du vorgehen? Warte mal. Jo. Komm mal aneinander vorbei. So, jetzt. Aua! Scheiße, was machst du denn? Zu spät gesprungen. Mist, jetzt bin ich auch noch alleine hier. Hast Bleib geschmeidig, Papa kommt. Ich komme doch ja nie wieder raus. Ich weiß schon, warum ich die Enterhaken mitnehme. Oh Mann, das ist die gleiche Stelle, wo Dings gestorben ist, wa? Oh. Also ohne Enterhaken bist du hier wirklich voll aufgeschmissen. Nee, hier waren wir noch nicht. Ich kann mich aber immerhin ein bisschen aufrichten. Nee, geht auch nicht. Du kommst auch gar nicht an deine Sachen ran jetzt, ne? Gucken. Was ist denn das da unten? Das ist so grün. Du bist auf irgendwelche mit Spitzen gelandet. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Moment, die waren das Stalagmiten. Ja, irgendwas wächst da oben. Ja, irgendwie so, ne? Ja. So, kann ich denn noch ein bisschen was tragen? Ja, ich bin auch. Dann nehme ich jetzt das Obsidian mal mit hier. So. Dabei. Aber gut, dass hier nicht ganz so viele Tiere gibt. Ich glaube, den Ausgang werde ich nicht mehr finden, Leute. Dann bleib da drin und verreck. Und du musst höllisch aufpassen von wegen Absturz. Hier ist über... Ach ja, weil bin ich bei den Spinnen wieder. Okay, dann bin ich wahrscheinlich im Kreis gelaufen. Da? War ich da schon? Ja, ich glaube... Okay. Schade, dass wir hier keine Werkbank aufgestellt haben. Aber unser mein Vogel kommt ja gleich. Steine haben wir hier, Strom haben wir hier. Haben wir bei der Eishöhle noch nichts? Hier ist noch keine Werkbank, aber mein Vogel kommt ja. Der ist eine voll ausgestattete Werkbank. Oh, warte mal, wo bin ich jetzt? Das ist auf... Ach ja, waren wir, glaube ich, eben auch. Ah, ja, war das Artefakt, genau. Aber da scheint man noch runter zu können. Hm. Da war ein Stein. Ich versuche mal wieder Richtung Ausgang zu kommen. Wenn ich ihn denn überhaupt jemals finde. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer, wo ich lang muss. Das ist ein blauer, ne? Mal gucken, ob ich da was bei rauskriege. Ne, das sieht schon mal nicht gut aus. Kann ich den klopfen? Ja, das waren nur Kristalle. Das war nur Stein. Na, sowas Doofes. Das ist wieder Kristall, jawohl. Oh Mann, das ist ja voll verwirrend. Ich fürchte, hier bringt es gar nichts, wenn ich irgendwas ernte. Bin ich wieder einer Höhe. Deswegen sag ich ja, wir können froh sein, dass wir jetzt keine Pinguine gefarmt haben und Öl gefarmt haben. Das wäre alles weg. Ja.
Auf jeden Fall im Moment bei 2 Leuten. Ja. So, ich versuche trotzdem mal den Ausgang zu finden. Also hier müssen wir echt Schilder aufstellen, ne? Ah, Moment, hier ist wieder eine Absturzgefahr. So, jawohl. Hier kann ich lang gehen oder da. Hier sind wir gewesen. Hier ist nämlich ein toter Körper. Was muss ich hier raus? Hier ist auch kein Fußweg an meinen toten Körper, ne? Nein. Nein. Das war einfach nur eine blöde Spalte. Das war eine blöde Spalte, in die du ganz schön tief reingeplumpst bist. Plumps. Ja. Aber Spock ist genauso dumm reingefallen. Der hatte auch keine Chance. Ja, ich habe nur den Abstand. Zu spät gesprungen. Ja. Passiert. Jo. Shit happens. Ist einfach so, lässt sich nicht ändern. Außerdem, no risk, no fun. Ja, ist aber eine interessante Höhle, ne, würde ich sagen. So. No. So, da ist ein Samus gekommen. Ja, mein Samus ist angekommen. Geht's hier lang? Moment, ich brauch das Licht. Das scheint mich hier nicht weiter zu gehen. Nee, das geht nicht weiter. Das ist ganz schön grell, ne? Oh, Moment, da. Bloß nirgends reintappern. Also hier sollte man wirklich gebückt laufen. Junge, die haben sie doch ins Gehirn geschissen. Was, mir? Nein. So ein Riesenpottwal springt mir von hinten ins Kreuz rein. Scheiße, ich glaube, ich bin schon wieder in der Spalte. Ich finde hier nicht raus, es sei denn, ich sterbe, Leute. Ich glaube das nicht. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, welche Richtung. Warte mal, sehe ich was auf der Karte irgendwie? Oh Mann, ich bin ja fast im Norden. Ganz nördlich. Da muss ich, glaube ich, die Richtung gehen. Da lang. Gehen wir doch mal da lang. Hier ist ein Vogel. Ich werde den mal wegnehmen. Moment, Leder. 66. Wir sind über eine... Hier war ich auch schon, meine ich. Hier ist einfach nur ein Gang. Also hier sterbe ich schon an und an, weil ich nicht rausfinde. Hier müssen wir uns was anderes ein, weil am besten, ich glaube, wir haben solche... Hier läuft man im Kreis. Ich, vor allem, wenn ich laufe hier im Kreis. Da. Beißt du blöder, böser Vampir. Ich glaube, hier komme ich nicht rüber. Wahrscheinlich doch jetzt so. Aber das sieht nach einem ziemlich großen Absturz aus, wenn ich hier rüber versuche. Oh, da unten sind ja auch Viecher. Ob ich das versuche? Ja, ich versuche das mal, Leute. Irgendwo muss hier ja ein Ausgang sein. Zack, so. Hier ist überall Metall. Tonnen von Metall. Und Kristall. Hier könnten wir also echt Weihnachten feiern. Hier sind irgendwelche... Man sieht glaube ich gar nichts vor lauter. Da geht's... Doch, warte mal, da geht's doch auch weiter. Ui. Das scheint recht tief zu sein. Da sind ganz viele Käfer runtergefallen. Wo bist du denn wach geworden? Auf dem Boot, Spocky? Jo. Entschuldigung.
Ich werde mal versuchen, darüber zu kommen. Hoffentlich habe ich genug Dinger mitgenommen. Oh Mann. Ich glaube, ich krabbel immer weiter in die Höhle rein, statt raus. Na? Ist los? Ja. Hier ist Licht. Was habe ich denn hier gefunden? Hier scheint das warm zu sein. Die ganze Höhle ist hell erleuchtet und rötlich. Warte mal, hier mal die Pike. Hier wabert es. Warte mal. Ja, da bist du wieder bei dem Artefakt. Nein, das ist diesmal anders. Das scheint noch was zu sein. Zumindest scheine ich. Ja gut, vielleicht bin ich in der Nähe von dem Artefakt, weil das ist ein Höhlenabschnitt, der wabert, ne? Und ist ganz hell erleuchtet, so rötlich erleuchtet. Ja. War das der Bereich? Ja. Okay. Aber da ist die Spalte nicht, der Rand nicht. Das ist ein Raum praktisch. Ach. Guck dich einfach um. Ja. Lern alles auswendig und dann zeigst du es uns richtig. Das müsste ausgerichtet sein. Hier war ich schon. Das war ausgerichtet. Hier haben wir nämlich was weg abgenommen. So, ich versuche. Moment mal, wieso bin ich jetzt hier? Da gibt es noch einen Weg drumherum. Ja, sowas. Das ist ja gemein. Nö. Ich bin da eben hier drin gewesen. Nee, hier war ich nicht drin. Hier war ich drin. So. Tja, nur wie komme ich aus dem Artefaktraum nach draußen, ne? Immer schön am Boden gucken, Leute. Immer schön am Boden gucken. Oh, da ist wieder ein Artefakt. Das scheint das gleiche zu sein von eben. Ja. Ich warte mal, ich versuche das sonst mal zu kriegen. Ja. Kriegst du nicht, du kannst nur ein Artefakt aufnehmen. Kann ich nur? Okay, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Okay. So, jetzt gehe ich hier. Ich werde mal die Armbrust in der Hand behalten. Nehmt bitte unbedingt, macht euch unbedingt bitte Enterhaken. Also ohne den ist man hier drin doch ein bisschen tot. Etwas tot. Warte mal, waren wir hier rübergegangen? Nee, das ist doch der Raum. Moment, ich habe die Idee. Also in meinem Agentavis kann ich keine Enterhaken machen. Geht das nicht? Das müsste in der Werkbank auf jeden Fall gehen. Vielleicht hast du das Material nicht. Nee, ich habe das gar nicht da, den Bauplan. Ach so. Versuch mal da oben hinzukommen. Sehen, ob ich das schaffe, da rüber zu kommen. Im schlimmsten Fall sterbe ich jetzt. Jupp, das hat geklappt. Ja, hier geht's aber wieder runter. Ist das gleich in grün. Semi-artig. Oh, die Höhle ist wirklich gefährlich. Aber interessant, ne? Hier sollten wir Schilder aufstellen oder irgendwas, wenn wir hier reingehen. Ja, wir sollten auch einmal den Part beenden, ihr Lieben. Warte. Wir sagen dann wieder einmal Tschüss, macht gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Gut wäre ein Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe, nette Kommentare, konstruktive, sachliche Kritik. Dafür haben wir euch ganz lieb und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, tschüss. Tschüss. Bye, bye. Tschüss und vielen Dank für Abo, Like, die Glocke.